meine Lieben, mein nächstes Sammlungsvideo ist fällig. Und zwar habe ich angefangen, meine Schminksammlung ins Detail abzufilmen. Und dabei, wenn mir etwas in die Hände fällt, was ich nicht mehr verwenden kann, möchte oder wie auch immer, wie zum Beispiel letztens mit meinen Lippenstiften, zumindest ein paar von meinen Lippenstiften, weil ich möchte nämlich anfangen mit meiner Alex-Kommode von Ikea, möchte ich nach und nach jede einzelne Schublade euch zeigen, was da so drin ist. Und ja, als ich das letzte Mal die Lippenstiftschublade hatte, da habe ich dann doch ein paar Sachen aussortiert. Und falls es halt jetzt halt heute auch wieder der Fall sein sollte, ist es gut so für mich irgendwo, weil dann ist es halt auch gleichzeitig so ein bisschen deklattern. Aber in erster Linie soll es halt um meine Schminksammlung gehen. Und heute möchte ich euch die Schublade von meinen Make-up zeigen. In dieser Schublade ist mehreres drin, aber ich möchte halt auf die Make-ups eingehen. Und dafür drehe ich mich mal um und werde die ganzen Make-ups rausholen. Ja, und in meiner Alex-Schublade habe ich eine, ja, ich sag jetzt mal Pinkbox, und ich habe noch, genau, und ich habe noch etwas auf meinem Schminktisch stehen. Beginnen wir mit den Sachen, die auf meinem Schminktisch eigentlich so lagern. Und zwar ist es auch eine Sache, die ich auch direkt irgendwie aussortieren möchte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil eigentlich mag ich dieses Make-up. Und zwar ist es nämlich von Manhattan, das Endless Perfection Make-up in der Farbe Porcelain. Ja, und eigentlich mag ich es gerne. Es ist nämlich für trockene Haut, aber ich habe im Moment wieder mal so eine Problemhaut. Ich weiß nicht, im Moment ist sie sehr trocken. Und dazu kommt, die ist halt wirklich sehr hell, dieser Ton hier. Es gibt zwar noch, ich glaube, Light Porzellan gibt es auch noch, aber diese Farbe, die ist okay. Die ist gerade noch so, die kann man gerade noch so verwenden, würde ich sagen. Allerdings neigt sie schon in den ganzen Get Readys oder sowas, die ich halt, wo ich sie halt verwendet habe, hat man schon gemerkt, könnte, ist ein bisschen zu hell. Und dann habe ich halt mit Bronzer und so gearbeitet, was ja auch nicht schlimm ist, ne, weil ich wollte ja eigentlich mal ein paar leer machen. Und wie man sieht, die ist auch schon gut halb leer. Was dann halt auch für das Produkt spricht, weil sonst würde ich es ja nicht benutzen. Aber ich denke, das wird jetzt meine Sammlung verlassen, weil ich dann doch andere Produkte in meiner Sammlung habe, die dann halt auch mal dran kommen sollten, bevor sie schlecht werden. Und ja, das ist noch nicht ganz so alt, obwohl ich glaube, mittlerweile hat Manhattan sogar wieder neue Verpackung. Ich habe das Gefühl, die ändern ständig die Verpackungen. Dann habe ich halt ein Produkt, das habe ich in den letzten Get Ready With Me's auch sehr häufig verwendet, und ich glaube, in meinen zwei, also zumindest im letzten Top 10 des Monats, weiß ich nicht wo, war das dran, und zwar ist es die Stila Illuminating Foundation. Und die ist sehr, ja, feuchtigkeitsspendend, und es gibt aber so eine leichte bis mittlere Deckkraft. Die ist übrigens mittel bis stark, würde ich sie schon einordnen, die von Manhattan. Aber die hier ist wirklich ziemlich leicht für meine Verhältnisse. Aber ich mag diese gerne, und die bleibt natürlich auch. Also die hatte ich mal damals, ich glaube, bei TK Maxx gekauft für 9 Euro. Und ich glaube, die kostet normalerweise 28 oder sowas. Und das ist eine gute Foundation, die darf bleiben. Dann habe ich mir gerade rausgesucht, auch, also eigentlich gestern Morgen, aber ich habe sie noch nicht verwendet, habe ich mir wieder für, wenn es denn jetzt endlich mal Frühling wird, weil so viel zum Thema, wie ich mich aussehe. Ich weiß morgens nicht, was ich anziehen soll. Das hier ist jetzt voll das Gammel-T-Shirt hier. Das ist schon seit Ewigkeiten im Schrank, und irgendwie, es sieht voll frühlingshaft aus, aber es ist total kalt noch. Keine Ahnung. Naja, aber wenn das Wetter so aussieht, als wäre es Frühling, dann habe ich natürlich auch Lust auf leichtere Sachen. Und da habe ich mir dieses Visibly Clear Correct and Perfect, dieses CC Cream ausgegraben. Die habe ich vor einiger Zeit schon mal getestet, fand die dann auch gut, verblüffenderweise, weil die halt schon sehr pappig, glaube ich, war. Also ich werde auf jeden Fall nochmal, in den nächsten Wochen werde ich die auf jeden Fall ein bisschen weiterhin testen. Ja. Auf jeden Fall, die steht jetzt auf meinem Schminktisch. Genauso wie, was ich nämlich auch heute Morgen wieder verwendet habe. Gut, es ist jetzt nicht das frischeste Make-up gerade, aber oh, ich habe sie wieder total lieben gelernt. Ich weiß gar nicht, warum ich sie so lange nicht verwendet habe. Und zwar ist es die Cushion Foundation von L'Oreal. Das ist diese hier. Das ist die, welche Farbe habe ich mir denn da genommen? Nummer 7? Ja. Das ist ja die mit dem Kissen, und ich verwende auch das Kissen dazu, und das drückt man dann halt auf der Haut, und da ist halt,
Hat aber gerade gebebt hier. Und da ist halt dieses Kissen drin und ich liebe das, finde ich, von dieser Foundation. Es gibt halt wirklich lange Strahlen. Also ich habe halt sehr trockene Haut, gerade hier in der T-Zone, aber die ist richtig, die glänzt ja schon fast. Ja, und ich habe heute Morgen sogar den Highlighter vergessen. Naja, bleibt natürlich. Dann habe ich noch eine Cushion Foundation und zwar ist mir letztens der Karton davon kaputt gegangen. Und zwar rede ich von der Kiko Cushion Foundation. Die habe ich mir halt letztes Jahr irgendwann gekauft und ist halt auch mit so einem Ding. Aber ich habe das halt noch zu. Weil ich gedacht habe, erstmal kommt die L'Oreal und so, dann ich möchte nicht, dass das austrocknet. Und da ist halt auch ein super cooler Spiegel und so drin. Ich finde die, ja, die Aufmachung ist schon ziemlich schick von Kiko. So, ach, das hier ist gar kein Make-up. So, dann habe ich zwei Laura Mercier Produkte. So, und zwar ist es einmal die Foundation, das ist die Silk Cream Foundation und zwar in der Farbe Cream Ivory. Das könnte vielleicht auch ein bisschen zu hell sein, die muss ich jetzt irgendwann mal jetzt schon benutzen. Und zwar ist es diese hier, die ist auch noch gut voll. Und dann habe ich noch diese hier, die habe ich letzten Sommer total gerne verwendet. Und zwar ist es der Tinted Moisturizer von Laura Mercier und der ist super gut. Und ja, der ist halt die Farbe Nude. Deswegen konnte ich die halt auch letzten Sommer gut verwenden. Ja, wird auf jeden Fall auch wieder drankommen. Dann habe ich hier noch ein Produkt, das ich, denke ich, aussortieren werde. Und zwar ist es von Max Factor, das Facefinity. Das ist dieses hier. Da habe ich nämlich vor... Da habe ich auch die letzten Male immer meine Get Ready With Me's gemacht. Das ist die Farbe Light Ivory und da kommen wir jetzt nämlich schon zum Punkt. Immer wenn ich das Video geschnitten habe, habe ich mir gedacht, boah, ist mein Gesicht weiß. Wirklich. Also ich fand es extrem. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und das Witzige war, ich war dann hier durch die Wohnung und bin dann zu meinem Freund gegangen. Und mein Freund, der guckt, erst sagt er zu mir, siehst gut aus, Schatz. Und dann guckt er näher und meinte, du siehst aber voll geschminkt aus. Ich so, jetzt echt? Und bin ich direkt zum Spiegel und ich so, meinte, ja, das sieht so aus, jetzt so mehrere Schichten drauf. Und ich mir gedacht, scheiße, sowas will ich aber nicht. Und ich habe da nicht mehr benutzt als von anderen Make-ups. Also sie ist schon dann demnach sehr deckend. Ich habe mir das dann mal angeguckt und das, was mein Freund meinte, war halt einfach, es ist wirklich sehr maskenhaft. Ja, also so eine, ich sag jetzt einfach mal Full Coverage Make-up, ja, weil hier steht mir doch drauf, da ist ein Primer drin, da ist ein Concealer und Foundation in einem. Ist halt ein Make-up für Tage, wo es ein bisschen deckender sein soll, ja. Aber, wie gesagt, die Farbe, die ist halt auch ziemlich hell. Das ist halt wirklich die hellste Farbe von hier dieser Reihe. Ist halt mal so für trockene Haut, aber die gebe ich jetzt auch ab, weil, schaut mal, die hier ist ja schon so grenzwertig, aber die andere ist noch viel heller. Also, die darf dann auch verschwinden. So, dann habe ich hier von Rimmel, ich habe glaube ich zwei Rimmel Foundation, so. Und zwar ist das die Match Perfection in True Ivory. Könnte auch ein bisschen hell sein. Ich muss unbedingt jetzt ein bisschen durchtesten, dass ich gucke, dass ich die vielleicht mit diesen... wo ist das andere davon? Ja, hier. Es gibt ja diese Mix My Make-up hier, ne, dass man halt sich die Make-up so ein bisschen mischt. Aber ich wollte jetzt nicht hier das hellste und dann halt mich, ne, ihr wisst schon, so eine halbe Tube mal da reinknallen, habe ich auch keine Lust drauf. Wenn man dann halt wirklich so ein bisschen guckt, dass man so einen Ticken heller oder einen Ticken dunkler macht, okay, aber jetzt nicht hier dieses, was war das, Light Ivory, naja. Da muss ja mal hell gewesen sein. Ja, auf jeden Fall habe ich hier dieses Match Perfection Make-up, habe ich ja gerade schon mal gesagt, in True Ivory. Habe ich damals schon mal eine ganze Zeit lang gerne verwendet und dann muss ich mal schauen, dass ich das wieder verwende. Ja, habe ich ja gesagt, noch eine Rimmel, ne, und zwar ist es auch True Ivory und das finde ich schon komisch, weil die sieht schon dunkler aus. Das ist nämlich das Wake Me Up, schaut mal. Ich finde, das Wake Me Up sieht viel dunkler aus als dieses Match Perfection, aber ja gut. Ja, ich weiß, dass ich das hier schon mal hatte in einer anderen Farbe, glaube ich, oder so. Mag ich sehr gern das Make-up. So, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben hier noch von Maybelline die Superstay 24 Stunden. Das ist ein Make-up für alle Hauttypen. Ich weiß, dass ich es damals sehr gerne verwendet habe. Ich muss das unbedingt auch wieder testen. Aber das ist halt die Farbe Sand. Das ist halt relativ dunkel. Das ist dieses hier. Ich weiß gar nicht, ob es noch in dieser Aufmachung gibt. Relativ dunkle Farbe. Im Sommer kann ich es bestimmt verwenden. Ist halt auch noch da.
Dann habe ich hier diese Eau Thermale Avène. Das ist so eine getönte feuchtigkeitsspendende Creme, die alle auch allerdings schon gut wie diese Cushion Foundation ist. Also schon deckend, würde ich sagen. Und das ist diese hier, die habe ich mal von der lieben Melanie, von der lieben Melo Flori, habe ich immer zugeschickt bekommen. Also so im Tauschpaket. Ja, die wird dann auch noch getestet. Hier sind jetzt übrigens nur noch Sachen, die bleiben. Also es sind tatsächlich nur zwei Foundations, nur die gehen müssen. Dann habe ich schon L'Oreal Nude Magique, die CC Cream. Die habe ich auch gerne verwendet. Vor allen Dingen, die passt sich so ein bisschen durch so Pigmente eurem Hautton an. Mag ich sehr gerne. Und es ist halt Anti-Rötung, ne? Ist halt auch so meins. So, dann habe ich noch die CC Cream von Max Factor. Gibt es ja nicht mehr, gibt es nur noch bei Amazon und ich denke mal im Ausland vielleicht noch. Und zwar ist es diese hier, die wurde ja bei uns ausgelistet und war sehr, sehr gehypt und ich kann es verstehen, weil ich mag die auch sehr. Dann habe ich hier noch mein Mineral Flute Foundation von Art Deco. Das habe ich mir so im Dezember rum, habe ich mir das, glaube ich, gekauft, beziehungsweise hat mein Freund mir so ein etwas geschenkt und war so eine lange Geschichte und dann habe ich mir das im Endeffekt umgetauscht und das hier davon geholt und zwar ist es auch sehr gut und das bleibt natürlich auch, ich habe hier die Farbe Nummer 5 und das ist halt ein sehr schönes Make-up, was so feuchtigkeitsspendend ist und auch so aussieht und nicht so austrocknet. So, und dann habe ich hier den Max Factor Skin Luminizer und der ist auch richtig cool und da habe ich die Farbe 50 Natural, das ist dieser hier, auch eine sehr schöne Foundation. Bleibt natürlich auch. So, und dann habe ich noch eine Avon Foundation und das ist die Calming Effects Illuminating Mascara, sage ich da schon, Foundation. Und die sieht so aus, ich weiß nicht, welche Farbe habe ich denn hier? Die Farbe Nude. Und die schaut so aus, die wird natürlich auch demnächst wieder verwendet. Ist, denke ich, eher so eine Sommerfarbe. Ja, und im Endeffekt habe ich jetzt, das hier war übrigens ein Bronzer, deswegen habe ich den rausgetan. Ich lasse jetzt, vier Make-ups bei mir auf hier oben in dem Teil rein drin, um die halt zu verwenden. Und zwar, das tun wir mal weg. Und zwar die Stila, die lasse ich wieder. Dann die Laura Mercier, hatte ich ja eben gesagt, vielleicht probiere ich die mal aus für so Tage, wo es ein bisschen mehr sein darf. Dann habe ich ja die Cushion Foundation von L'Oreal und die Rimmel Match Perfection. Die lasse ich auch für auf dem Schminktisch. Und die beiden, die wegkommen, die man dann halt bei mir im Kleiderkreisel sehen wird, sind die beiden. Ja, und weg mit euch. Ja gut, meine Lieben, das waren meine Flüssig-Make-ups. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Sammlungsvideo wieder. Bis dahin. Tschüss.